Wir haben ja ein paar Defizite im Klimastand analysiert, vielmehr ihr zwei. Wisst ihr noch, wie viele Kilowattstunden wir hier so verbraten? Einiges. Ich bin den Plan laufen! Ich hab immer noch nicht verstanden, oder was? Aber es macht ihr nie wieder. Gut. Guck mal, wir machen unsere Gurken selber. Wir bauen unsere Unfälle selber. Das machen wir alles selber. Das Einzige, was wir noch nicht selber machen, ist Strom erzeugen. Und das wollen wir jetzt endlich ändern. Das machen wir mit Hilfe dieser drei Menschen hier. Da gibt's einmal unter UK, bist du, ne? Genau. Du warst UK, ne? Und hier ist EWE. Sehe ich das so richtig? Ist das in welcher Fass? Wir sind für die EWE. Wir sind für die EWE da, ja. Und ihr macht? Wir erklären euch das. Solarenergie. Wir machen Solarenergie. Ja! Deswegen stehen wir hier übrigens. Da kommt das drauf. Ne? Das ist unsere erste Fläche, die wir erschließen. Es gibt noch weitere, aber das ist eine, die wahnsinnig prädestiniert ist. Und da gehen wir jetzt zuerst ran. Die wird voll gekloppt mit Solar. Dafür brauchen wir eine UK. Das ist der Fachterminus für Unterkonstruktion. Damit fangen wir an und danach schrauben wir da die Platten drauf. Wa? Ja, Platten, die Strom machen. Geile Magie. Und das Ganze wird am Ende, habe ich gesehen, mit vier Backsteinen quasi beschwert, ne? Das ist echt verrückt. Das stinkt doch zum Himmel, die Konstruktion. Wir brauchen Ballast, ja. Damit das nicht abhebt, ne? Ja. Wenn Zeig der mal, Wind was wir machen drüber müssen. Weht, dann ergibt es ja durch den Bernoulli-Effekt einen Sog nach oben. Kenne und ich, weiß da nicht. Müssen wir dann Ballast draufpacken, dass es nicht abhebt und auch nicht anfängt zu wandern. Hm? Bernoulli? Bernoulli-Effekt. Bernoulli. Ist das nicht ein Pesto? Ja, genau. Nudel mit Bernoulli. Nee, nicht Bertolli, Bernoulli. Ein paar Pesto-Gläser oben drauf. Bernoulli. Das ist Physikunterricht, 10. oder 11. Klasse oder so. Ne? Ist so lange her, das weiß keiner mehr. Ich meine, bis zur 8. Das ist schlimm. Wenn der Wind über die Module weht, dann entsteht durch den sogenannten Bernoulli-Effekt ein Sog. Das ist der gleiche Grund, warum Flugzeuge abheben. Berechnungsmethoden. Also hebt mit uns ab! Wie viel KW-Leistung hat das Ding jetzt? 30. Was heißt das denn für eine Normalsterbliche? Also ich kann damit die Küche betreiben? 10 Einfamilienhäuser. Was? Mit dem Ding hier? Schätze ich. Ihr müsst auch aufpassen jetzt. Ich habe keinen Bock, euch das gleich nochmal zu erklären hier. So, jetzt wird das erstmal so aufgeklappt. Und dann stellen wir das Ding auf. Zack. Für dich ist das auch immer eine ganz schöne Reise, da runter zur UK zu kommen, von oben da, ne? Ich bin Deutschlands größter Solarexperte. 2,3 Meter. Jetzt haben wir hier 88. Den Abstand, ne, für die Klemmen an den Modulen. Aber 50. Also, hast du Schuhgröße 50? Ja. Also, siehst du? 50? Jo. 50? Oh. Guck mal, ja, aber was denkt ihr denn? Ja, 48 ist der größte Solarbauer. Was denkt ihr denn hier? Ich hab Format. Dann bist du, wenn du auf dem Dach bist, verteilst du dein Gewicht hier auf eine größere Fläche. Genau, das ist besser. Ja. Und du kannst die Paletten so hoch nehmen. Gott hat dich erschaffen, um diese Anlagen aufzubauen. Wer schneller fertig ist. So, zack. Die werden einfach hier draufgelegt und dann einmal dagegen, dass die da einrasten. Die Modulkabel, die können hier unten reingelegt werden. Die sollen ja nicht auf dem Dach liegen, die Kabel. So, und jetzt kommt das hier. Das kommt jetzt hier so drauf. Kurz prüfen beim ersten Modul. So. Das ist mal eine Zinkenverlängerung. Ist das kaputt? Ja, schon. Wir können das halt flicken, ne? So, jetzt Akkord-UK ballern hier. Jetzt wird geballert! Was ist das denn für eine Akkordarbeit, wenn du hier immer rumlaberst? Es muss doch mal passen, kann ich mal kurz fragen, was da hinten passt? Ganz einfach. Christian, sag doch mal was, Mann. Erstmal runterkommen, genau. Christian, ist das cool, wenn wir dich Big C nennen oder sowas? Wie bitte? Big C? Du bist Bauleitung, ne? Du musst ein bisschen aufpassen, dass hier nicht aus dem Ruder läuft. Immer mal ein bisschen also, ein Auge ausgeschieden. Was ist das denn? Ja, mach du mal deins. Ein Big C hat das schon im Auge. Immer unter den Modulen ist es die halbe Modullänge. Ne? Und dann kommt ein Abstand, da sind 12 mm mehr. Ja, das muss ich mich entschuldigen an der Stelle. No, no? Ist in Ordnung, weil ansonsten hätte ich auch mal, weil jeder von uns hat ein Vetorecht, kann Big C da auch mal vorstellig werden und mal sagen, der muss weg. Und dann kannst du ja entscheiden. Na komm, so weit wollen wir nicht gehen. Was ist denn hier los? Ja, da haben wir es doch. Hier, das ist passiert. Du hast dich ablenken lassen. Ja, du, hast dich du hast dich ablenken lassen. Vertraust du mir oder was? Nee, jetzt gerade nicht, weil was ich so gerade gesehen habe, dass der nicht gepasst hat. Der hat gepasst, guck doch. Meine, ja. Ja, was ist das denn? So. Ja. Nee, warte, das ist falsch. Ist doch überall der gleiche Abstand. Nein. Da haben wir den Fehler. Wie? Du musst immer einen Dreier springen. Du musst immer einen Dreier springen.
Da ist doch überall der gleiche Abstand dazwischen. Nee, ist nicht, ist nicht. Nein, so und dann musst du so springen. Ja, das wurde jetzt aber auch schlecht erklärt. Oh, doch, hier ist die Erklärung von Big C am Anfang. Ein Abstand, da sind 12 mm mehr. Was ist das Problem? Du hast immer noch nicht verstanden, oder was? Ja, so ist gut. So passt. So, jeder will auf deine Seite und jetzt wird UK geballert. Aber mal wirklich. So, jetzt haben wir es. Jetzt machen wir noch die Mitte. Dann müssen wir noch mal ein bisschen von der Seite klopfen. Und dann können wir mal gucken, die Banane, siehst du die hier? Die soll bestenfalls gar nicht da sein. Vielleicht einen Hammer nehmen? Ja, komm. Ja. So, damit der Benulli nicht kommt und das Ding wegnimmt, müssen wir jetzt hier laut dem Plan am Rand 12 Kilo jeweils in die Ecken und eine Schiene weiter 8 Kilo beschweren quasi. Dafür haben wir alte Steine und eine Waage. So, jetzt haben wir hier 13 Kilo. So, und das hält das Ding jetzt schon eigentlich. Also die UK ist fertig, Big C haut jetzt ab. Vielen Dank an der Stelle. Ja, ich danke auch. Viel Spaß noch. Wir verlegen jetzt die ersten Kabel. Die ganzen Module werden in Reihe geschaltet. Das heißt, wir haben 6 Reihen und zwischen den Modulen haben wir immer einen Plus- und Minusstecker. Der wird zusammengesteckt. Hier vorne ist Minus, auf der anderen Seite ist Plus. Und das holen wir uns jetzt zurück, indem wir ein Kabel legen und das wird dann am Ende zusammengeschlossen. Ja, zusammengeschlossen wird Plus, Minus jetzt nicht direkt. Ja, dann knallt es aber. Dann ein Wechselrichter kommt. Ja, Wechselrichter, pipapo, Strom. Ihr versteht es schon. Aber geh mal tiefer ab, Brian. Oh, das ist nicht gut. Was habt ihr hier gemacht? Da, an dem Blech hängen. Das ist jetzt. Das sitzt ja am Arsch. Nee, guck dir das mal an eben. Wann ist das ungefähr passiert? Kann ich nicht genau sagen. Ich war auch nicht dabei. Das ist okay. Aber das macht ihr nie wieder. Bei deinem zornigen Finger habe ich auch echt Respekt dann. Willst du eine Latte? Alles gut. Hol ich nur eine? Nehme ich gleich im Café. Warum macht er das eigentlich? Warum macht er das so, wie er das macht? Weil er ein echter Country ist. Wir müssen einmal von hinten hier legen und dann brauchen wir nochmal die Strecke runter bis zu der Ecke. Und was macht er jetzt? Jetzt kommt er zurück. Willst du abrollen? Ja, ist mir doch scheißegal. Oh oh. Ich muss sagen, du bist deutlich schneller als Waldo. Ach was? Da können sich manche ein Kabel von abschneiden. Sieh! Bin schon drin bei mir! Es geht nicht! Brian, kannst du einmal durchflitzen? Los, los, los! Ja, Brady, ja, los! Genau. Weiter komm. So! So ist gut, machst du super! Ja, Brady! Fertig! Sauber! Gut, Brady! Ja, Brady! Oh, ist nass! So, UK fertiggestellt. Jetzt ist die Endmontage oder wie wir sie auch nennen, Hochzeit! Hast du den Pimmel oder das Loch? Den Pimmel. Jo. Nicht mit dem Plan laufen! Ja, dann hör du doch auf, mit dem Plan zu laufen! Hochziehen. Rein. Zack. Perfekter Spaltmaß. Nächster. 12 mm Spaltmaß beachten. Haben wir ein Problem? Wie kann das passieren? Was, du weißt doch noch gar nicht, was los ist. Ich krieg die Platte da rechts oben nicht rein. Was meint ihr, woraus macht die EWE Kekse? Aus EWE. Teig? Photovoltaik oder was? Könnt ihr benutzen? Könnt ihr benutzen? Wer sagt bei großen Energiekonzernen, ob das richtig oder falsch ist? Na? Der sogenannte Strommann. Wechselrichter. Hast du den drauf? Könnt ihr benutzen? Volker fragt mich, ob alles klappt. Wollen wir den mal anrufen? Hi. Hey Volker, alles gut bei uns. Guck. Ich hab kein Bild. Ach so. Naja, also kannst du dir vorstellen, dass hier eigentlich alles fertig ist? Ja, ich hab auf euch gehofft. Super. Volker, alles unter Kontrolle. Wir klippen jetzt die letzten Platten rein und dann wird das einmal durchgemacht. Ja, du kannst dich auf uns verlassen. Also begeistert klingt anders, sag ich dir. Oh, warte, jetzt ruft er an. Ah, jetzt. Ja, guck. Hier, wir sind auch am Dach. Volker, wir sind gleich durch. Ja, wir haben mittlerweile einen richtigen Flow hier drin. Ja, gut. Wenn was ist, bitte melden. Mach mal. Bis dann. Tschüss. Volker ist ein guter. Die letzten beiden Platten. Kommen Sie an mich ran, ich würde Sie gern einklappen. Und dann haben wir es geschafft. Extrem! Extrem! Energie! Also eine fehlt,
höchstgradig unzufriedenstellend, aber was soll man machen? Nächste Woche kommt dann noch ein Techniker, der guckt sich unsere Arbeit an, ob wir alles korrekt gemacht haben, schließt ein bisschen den Kram an und am Ende können wir dann einen Hebel umlegen und haben hoffentlich Strom von der Sonne. Also du musst das jetzt kontrollieren, denn du bist der Auftraggeber, richtig? Also du hast ihn damit beauftragt und er hat uns als Sub-Unternehmer sozusagen. Richtig, ja. Genau so. Und wir jetzt wird einmal kontrollieren, ob das alles sitzt. Guck mal, hier haben wir doch die ersten Probleme nämlich. Hier, da. Hier, es muss runter. Das behindert unsere Produktivität. Wir können hier 6 Laubpuster hinstellen mit Zeitschaltuhr. Die immer laufen. Ich meine, Strom haben wir ja jetzt. Ne? Ein Panel hat ja noch gefehlt, das kommt jetzt noch mit ran. Ich hätte hier noch mal ein paar Handschuhe dafür mitgebracht. Die wir das letzte Mal auch verwendet haben, meinst du? Genau, natürlich. Aha. Also, und damit bin ich jetzt komplett, das Ding ist so dick, dass da nichts mehr durchkommt. Die sind bis 1000 Volt zertifiziert. Da kommst du jetzt mit denen. So wie ich, ne? Dann bist du 1000 Volt, bin ich zertifiziert. Die sehen aus wie so Putzhandschuhe für richtig harte Klos. Also, ich habe schon das Gefühl, dass wir jetzt hier dich auch ein bisschen überholt haben. Kann das sein? Absolut, ja. Deswegen habe ich mich eingestellt. Dein Handschuh hat hier das. Ja, der steckt hier. Ich brauche das Demontagewerkzeug, Mann! Oh nee, du, die Kamera weg jetzt. Ist das jetzt hier abgenommen oder wie geht das jetzt hier? Ihr habt die ja aufgebaut, die Anlage. Wenn man so den Blick drüber schweifen lässt. Schnurgerade. Du siehst ja schon, wie das so ein bisschen schwingt hier drin. Ne? Ist das ein Problem? Nein, das ist für die Technik jetzt kein Problem. Das ist ein optischer Mangel. Aber Kunde ist zufrieden. Ja, ihr seid ja Kunde. Ne? Mach ich ja. Wenn der ja. Kunde zufrieden ist und sagt, das sieht schön aus, dann ist das alles okay. Hier in dem Fall jetzt sind die Abstände entsprechend auch der Herstellervorgaben eingehalten. Das heißt, die dürfen nicht zu dicht am Rand und nicht zu weit in der Mitte sein. Das haben wir hier sehr gut erreicht. Genau. Das wäre jetzt der nächste Check von den Modulen, welche hier entsprechend das ist das einzige Ding, was wir nicht alleine gemacht haben. Wo der Chef dabei war. Ja, genau. Siehst du das? Dass hier komplett die Kabel, die schwarzen, auf dem Boden liegen. Wo sollen denn sonst hin? Die liegen, glaube ich, unten bei euch. Solche Metallbügel. Och, ne, darauf werden die verlegt. Nee, die nicht. Nee, da war noch was, wo ich dachte, was ist denn das? Ja. Ganz am Ende. Ihr habt so Kabel. Aber das hat uns dann wie hieß er, Christian letzte Mal? Ja. Hat er nicht gesagt. Und das ist ja der Meister der UK, das ich selber genannt habe. Oder wir haben nicht aufgepasst. Die Modulkabel, die können hier unten reingelegt werden. Die sollen ja nicht auf dem Dach liegen, die Kabel. Aber sag mal, das ist ja Teer, ne? Da kann ja nichts passieren. Teer an sich jetzt nicht das Problem, sondern halt, dass Wasserpfützen sich bilden können und die Stecker da drin liegen. Was hast du dann? Kurzschluss, wie kommt man da ran? Leider alle einmal hochnehmen. Aber schickt ihr da jetzt nochmal einen Trupp oder? Wir haben uns da schon mal drüber unterhalten. Wirklich? Also wir müssen das nicht machen? Das müsst ihr wissen. Also ich glaube, wenn ihr euch sicher sein wollt, dass das dann vernünftig ist, dann würde ich es selber machen an eurer Stelle. Okay, Volker, hast gehört. Ja, habe ich. Aber auch wir machen nur mal Fehler. Ne? Dafür können wir uns nur in aller Höflichkeit und auch im Namen meiner Familie für entschuldigen. Okay. So, und jetzt müssen wir irgendwie versuchen, zusammen den Karren aus dem Dreck zu ziehen. So sieht's aus. Ja gut, das ist aber auch ein bisschen Sache vom Vorarbeiter. Ich wurde nicht informiert, ne, Volker. Wer war denn eigentlich Vorarbeiter hier? Ja, du oder nicht? Ich? Ja, du bist doch hier unser... Ach so, ja. Naja. Wir haben eine Gefährdungsbeurteilung gemacht. Habt ihr wirklich? Ja, hast du unterschrieben. Und, was steht da drauf? Gefährlich. Ja, genau. So, jetzt wollen wir mal sehen, was da unten ankommt, weil das ist ja schon gemacht. Und das müsste jetzt hier gehen. Mit dem letzten Panel haben wir endlich Energie. Wolltest du einschalten? Ja. Du kannst einschalten. Wie? Unten der rote. Sauber. An dem Moment können wir erstmal, jetzt haben wir Strom. Ja, historisch. 20 Cent Ertrag? Ja. Ist das nicht schon gelohnt? 1,023 kW Gesamtleistung, wir haben es geschafft. Das ist eine Flex. Sponsored by Sestan. Ja, also wenn wir jetzt zu viel Energie erzeugen, als wir verbrauchen, speisen wir dann automatisch ein. Ja. Und dafür kriegen wir aber 0 Euro momentan, weil wir das ja gar nicht angemeldet haben. Oder? Das habt ihr angemeldet. Das habt ihr. Die Stadtwerke Zeven, die euer Energienetzbetreiber sind, die haben das entsprechend gestern in Betrieb genommen. Warte mal eben, wir sind jetzt nicht mehr von den Stadtwerken Zeven abhängig, sondern andersherum. Das Kabel geht jetzt vom Carport hier in unsere Kurswerkstatt. Das heißt, den Strom, den wir durch die Sonne bekommen, wird als allererstes in der Kurswerkstatt genutzt. Und da ist auch die Absicherung. Wir können uns nicht aussuchen, ob wir jetzt einen Kaffee mit Solar machen, wenn hier geflext wird, weil das geht dann automatisch, weil das einfach an der Leitung die erste Stelle ist, wo Abnehmer sind, in die Flex. Ist aber nicht schlimm, weil egal, was wir nutzen. Egal, wo du den Strom einsparst. Am Ende ist ja das Gleiche. So. Ja. Genau. Hier von der Hauptverteilung zur Schleuse wurde jetzt auch noch ein Kabel gelegt. Das liegt jetzt aber noch offen. Boah, das war auch richtiger nachts mit dem Bagger und so. Ja. Also vielen Dank an die helfenden Hände. Das Maike, schön gepflastert.
Ja, Maike ist sowieso für die allerbesten Sachen zuständig. Spelunke, Terrasse, alles, was hier schön ist, draußen hat sie gemacht. Was quasi ins Netz reingeht, kannst du hier ablesen bei dem Zähler. Und dann steht da oben links steht dann 1.8.2. Ist jetzt in diesem Falle nicht, der läuft von alleine durch. Das, was ihr einspeist, das sollte bestenfalls ganz wenig sein, ist ja klar. Und 1.8.1 ist euer Bezug und der wird sich jetzt verringern, also was ihr bezahlen müsst letztendlich. Ja. Halbieren, wenn alles klappt. So, hier sind noch Sicherungen und FI, ne? Die sind noch unten, weil die sind für unseren Speicher, der, weiß nicht, auch zeitnah, glaube ich, kommt. Ne? Der kann hier auch demnächst installiert werden. Ist das eine Wallbox? Speicher ist eine Wallbox? Also eine Wallbox kriegt ihr für draußen fürs Auto. Ach, das sind zwei Sachen. Speicher ist ein Speicher und eine Wallbox ist dann die Ausgabe für ein Auto. Ja, genau. Und dann könnt ihr, wenn ihr mit eurem Tesla oder i3 oder was auch immer vorbeikommt, könnt ihr bei uns im Klimas dann tanken. Und dann haben wir noch mehr vor. Wir wollen ja hier auch noch eine Art Showroom aufbauen mit einer neuen Anlage. Das werden dann die ganzen nächsten Steps sein. Geil. Ey, vielen Dank. Das war der erste wichtige Schritt in ein grüneres Klimasland als jemals zuvor. Jetzt mit Wasseraufbereitung durch Green Life EWE an Bord für genau das, nämlich Energie aus der Sonne saugen und hier ins Klimasland reindrücken und nicht mehr rauslassen. Das sind die ganzen Steps. Auch sowas wie unsere Lüftungsanlage im Saal. Dazu erzählen wir euch später nochmal mehr. Aber das macht jetzt langsam Bock, weil wir nämlich autark sind und niemanden mehr brauchen. Na, also, außer euch. Ja. So, Praktikantenstatus ist jetzt erloschen. Ihr seid jetzt aufgestiegen zum Monteur. Finn, einmal für dich. Joel? Als Monteur von Photovoltaikanlage für das Spezialgebiet Montage der UK. Waldo. Das habe ich gemacht, Montage der UK. Ja, wir waren ja ein Team. Legen der Module und Strings, der Praxislehrgang erfolgreich abgeschlossen. Zum Nachweis erhält er dieses Diplom. Geil, ist das ein offizielles? Also können wir jetzt bei euch hier arbeiten? Ja, bei uns. EWE müssen wir nochmal nachfragen. Hä, geil, ey. So, hier, das bin ich. Mama, guck. Guck, für ein Diplom.